Heute die Top 10 der aktuell schnellsten Supercars im Jahre 2021. Auf Platz Nummer 10 der Bugatti Chiron Sport. Top Speed 420 km/h, 1500 PS und ein maximales Drehmoment von 1600 Newtonmeter. Der Spurt von 0 auf 100 soll in 2,4 Sekunden erfolgen, auf 200 in 6,1 und auf 300 km/h in 13,1 Sekunden. Vorgestellt wurde das Fahrzeug auf dem Genfer Autosalon 2018 und der Preis liegt bei ca. 2,856 Millionen Euro. Er ist 18 Kilogramm leichter als sein Vorgänger. Durch neue Leichtmetallfelgen und durch den Einsatz von Carbon an den Stabilisatoren, Ladeluftkühlabdeckung sowie durch die neu entwickelten serienmäßigen Carbon-Scheibenwischer. Über den Kraftstoffverbrauch kann man nur spekulieren, er soll bei unter 20 Liter pro 100 Kilometer liegen. Auf Platz Nummer 9. Der Bugatti Veyron. Maximal mögliche 431 km/h Höchstgeschwindigkeit, 1200 PS und ein maximaler Drehmoment von 1500 Newtonmeter. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Bereits im Jahr seiner Markteinführung stellte der Veyron einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Straßenfahrzeuge auf. Unter den strengen Auflagen von Guinness World Records erreichte er vorher nie dagewesene 431,072 km/h und erhob sich auf den Thron des schnellsten Serien-Supersportwagens. Und auf dem Platz Nummer 8. Vom aktuell jüngsten Hypercar-Hersteller Singer kommt der 21C. Gefertigt ist er aus verschiedenen Materialien. Viele von den nötigen Teilen wurden mit dem 3D-Drucker oder Fräsen hergestellt. Der Topspeed beläuft sich ebenfalls auf 431 km/h. Die zusätzliche Energiequelle ist eine Lithium-Titanat-Batterie und der turbogeladene Verbrenner schafft satte 11.000 Umdrehungen. Mit nur 1250 Kilogramm und 1250 PS liegt das Leistungsgewicht bei 1 Kilo pro PS. Angetrieben wird das Hypercar von einem 2,8 Liter großen V8 Mittelmotor sowie zwei Elektromotoren. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der 21C in schlappen 1,9 Sekunden. Auf die 400 km/h soll er nur 29 brauchen und die Viertelmeile sollen in 8,1 Sekunden machbar sein. Auf Platz Nummer 7, der Hennessy Venom GT. Der Hennessy Venom GT hat einen 7-Liter Motor mit 1261 PS und 1566 Newtonmeter. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 435,3 km/h. Des Weiteren ist er mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe ausgestattet und kommt dank seines Windturbos auf eine Literleistung von 180,1 PS. Den Spurt von 0 auf 100 km/h meistert er in 2,9 Sekunden, von 0 auf 200 in 7 und von 0 auf 300 km/h in 13,63 Sekunden. Mit 1244 Kilogramm Leergewicht gehört er auf jeden Fall zu den leichteren seiner Klasse. Er hat einen längs eingebauten Mittelmotor und bringt die Leistung über einen Heckantrieb auf die Straße, wodurch er bei über einem PS pro Kilo landet.
Und auf dem sechsten Platz der Koenigsegg Agera RS. Der 1176 PS starke Agera RS von dem schwedischen Kraftfahrzeughersteller Koenigsegg knackte mit 447 km/h den bis dahin höchsten Geschwindigkeitsrekord eines Serienfahrzeuges. Sein maximales Drehmoment von 1280 Newtonmeter entfaltete Agera bei 7800 Umdrehungen pro Minute. Er hat ein Leergewicht von 1395 Kilogramm. Heckantrieb und 7-Gang-Automatik dienen zur Kraftübertragung. Der Spurt aus dem Stand auf 100 km/h erfolgt in soliden 3,0 Sekunden. Und auf dem fünften Platz ist der Hennessy Venom F5. Der von der amerikanischen Top Speed Schmiede am 15. Dezember 2020 präsentierte Hennessy Venom F5 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 484 km/h. Der doppelt aufgeladene V8 schrumpft zwar von 7 auf 6,6 Liter Hubraum, dafür leistet er jetzt sage und schreibe 1817 PS und 1617 Newtonmeter bei 5000 Umdrehungen. Von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden und von 0 auf 300 in unglaublichen 8,4 Sekunden. Ins Interieur des Hennessy Venom F5 fließt wahrscheinlich mehr Luxus ein als im Vorgänger, der auf einem Lotus-Chassis basierte. So kommen vor allem Leder, Carbon und Alcantara zum Einsatz. In das Armaturenbrett ist ein Touchscreen eingelassen. Wann der Marktstart der Kleinserie folgt, ist noch offen. Er hatte sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach verschoben. Auch zum Preis lässt sich noch nichts Endgültiges sagen. Günstiger als die 2018 kommunizierten 1,32 Millionen Euro wird der Venom F5 vermutlich nicht werden. Immerhin wird er in aufwendiger Handarbeit bei John Hennessy in Texas gefertigt. Und nun auf dem vierten Platz der Bugatti Chiron Supersport 300+. Der Rekord Chiron, der am 2. August 2019 490 km/h durchbrach, geht in Serie. 30 Exemplare will Bugatti bauen. Der Preis für den Chiron Supersport 300+ soll bei 3,5 Millionen Euro netto liegen, was in Deutschland mit Steuern einen Kaufpreis von 4,17 Millionen Euro ergibt. Damit ist der Chiron Supersport runde 1,3 Millionen Euro teurer als ein gewöhnlicher Chiron. Dafür wartet die Hypercar Sonderserie dann mit leistungsgesteigertem 1600 PS W16 Motor und dem aerodynamisch verbesserten Longtail Heck auf. Der Rest der Karosserie weist einige Besonderheiten im Vergleich zum normalen Chiron auf. Die Schürze ist anders geformt, Luftauslässe über den Kotflügeln verbessern die Aerodynamik, der große Diffusor beherbergt die vier Endrohre. Anders als im Rekordfahrzeug soll es einen Beifahrersitz geben und der Überrollbügel entfallen. Ob der Chiron Supersport 300+ dann auch eine höhere Endgeschwindigkeit als der Chiron besitzt, ist unklar. Den Reifen zuliebe regelt der Chiron bei 420 km/h ab. Yes.
Und auf dem dritten Platz der Bugatti Bolide. Der Motor des Bugatti Bolide hat 8 Liter Hubraum, leistet 1850 PS und kann maximal ein Drehmoment von 1850 Newtonmeter abgeben. Der Antrieb ist auf Rennstreckeneinsatz ausgelegt. Dazu wurden unter anderem die Schaufeln in den Turboladern und die Ansaug- und Abgasanlage des Motors verändert, um mehr Leistung und ein besseres Ansprechverhalten zu erzeugen. Ölkreislauf und Trockensumpfschmierung sind für den Rennstreckeneinsatz mit hohen Fliehkräften ausgelegt. Der Bolide, der für Bugatti als Wissens- und Technologieträger dient, wiegt 1240 Kilogramm. Alle Schrauben- und Verbindungselemente bestehen aus Titan. Darüber hinaus gibt es neuartige hybride Bauteile aus Titan- und Kohlefaserverstärktem Kunststoff. Die Räder sind aus Magnesium geschmiedet, sie wiegen an der Vorderachse 7,4 Kilo und an der Hinterachse 8,4 Kilo pro Stück. Die auf den vorderen und hinteren Flügel wirkenden Kräfte werden von leichten und sehr festen Titan-3D-Druckbauteilen übertragen. Der Bolide hat ein neu entwickeltes Monocoque aus Kohlefaserverstärktem Kunststoff, an das der Vorderwagen sowie der aerodynamisch günstige ausgeformte Fahrzeugunterboden angeflanscht sind. Und nun auf dem vorletzten Platz der Königsegg Cesco Absolut. Die Schweden versprechen, dass der Cesco Absolut der schnellste Königsegg aller Zeiten wird und auch bleibt, denn sie haben nicht vor, jemals ein noch schnelleres Modell auf den Markt zu bringen. Motor und Getriebe sind identisch zu dem normalen Cesco. Der Schlüssel zum Topspeed liegt in der Aerodynamik. Der Cesco Absolut kommt ohne Lufteinlass an der Front. Der Vorteil, so passt das abnehmbare Dach unter die Haube. Am auffälligsten ist natürlich der fehlende Heckspoiler im Vergleich zur normalen Version. Stattdessen sollen zwei Finnen wie bei einem Kampfjet für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sorgen. Zusätzlich trägt der Absolut auf der Hinterachse Felgen mit Aerodiscs und um auch die letzten paar km/h rauszukitzeln, wurden die Luftrisse auf den vorderen Kotflügeln entfernt sowie der Lufteinlass in der vorderen Haube geschlossen. Was auf den Bildern nur schwer zu erkennen ist, der Cesco Absolut ist mit 4,85 m rund 9 cm länger als der normale Cesco mit 4,76 m. Gleichzeitig konnte das Leergewicht nochmal gesenkt werden, sodass der Absolut bei 1600 PS gerade mal 1290 Kilo Leergewicht auf die Waage bringt. Und auf Platz Nummer 1 der unglaubliche SSC Tuatara. Der 8-Zylinder im SSC Tuatara leistet bis zu 1774 PS und fährt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Er ist das schnellste Serienauto der Welt. Allerdings braucht er für diese Leistungsausbeute E85 Kraftstoff. E85 ist eine Mischung aus 85% Ethanol und 15% Benzin. Bei entsprechender Anpassung des Motors lässt sich die Leistung eines Fahrzeugs mit E85 dann eben auch steigern. Wird lediglich Treibstoff mit 91 Oktan in den Tuatara eingefüllt, sinkt die Leistung auf 1369 PS.
Mit Blick auf das Gewicht, das bei 1247 Kilogramm liegt, ist das aber immer noch gigantisch, denn im besten Fall bewegt hier eine Pferdestärke nicht mehr als 700 Gramm. Aber nicht nur Motor und Gewicht dürften beim Erreichen des Rekords geholfen haben. Auch das sequentielle 7-Gang-Getriebe hat seinen Teil dazu beigetragen. In weniger als 100 Millisekunden prügelt das Teil nämlich die Gänge durch und hält dabei ein maximales Drehmoment von 1413 Newtonmetern unter Kontrolle, das bereits bei 6800 Kurbelwellenumdrehungen anliegt. Wer selbst testen möchte, wie stabil der SSC Tuatara ums Eck schießt, der müsste bereits im Vorfeld 1,3 Millionen US-Dollar beim Hersteller abgeliefert haben. Was gemessen an den Preisen für Bugatti und Koenigsegg fast schon an einem Schnäppchen gleicht.